Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario 64 in einem eher Gartenlabyrinth angehauchten Level. Wird mich denn diese Röhre hin? Wir müssen scheinbar den richtigen Ausgang finden. Bin hier, aber komme so nicht weiter. Bin ich hier nur wieder zurück am Anfang, ne? Okay, dann brauche ich ja diese Röhre nicht mehr zu betreten. Dann gehen wir mal in diese Röhre rein. Der bringt mich ganz nach links. Ich komme hier irgendwie durch. Da ist eine Röhre. Komme ich denn da durch? Ich denn an diesem Block da? Muss ich von dieser Seite aus rein? Nö. I don't know. Wir gehen trotzdem mal hier weiter. Da ist nämlich auch so eine Röhre. Aha. Und er bringt mich jetzt wohin? Oh, zum Ausgang, aber wie komme ich denn bitte schon eigentlich hier? Ah. Kopfschmerzen. So. Ja, es war ein schneller Labyrinth. Hätte ich auch noch in der letzten Folge machen können. Ist hier sonst noch irgendwas versteckt? Sieht nicht danach aus. Oh, hallo, es kommt mal wie eine Ewigkeit vor, seit der letzten Besucher hier war. Ich bin Rosi, die Rose. Ich bin überglücklich, dich kennenzulernen. Ich stehe hier in voller Blüte und niemand ist da, um mich zu bewundern. Du darfst mich gerne nach Herzenslust bewundern. Bin ich nicht atemberaubend? Bin ich nicht unglaublich? Wirklich, so schön bin ich? Du bist so ehrlich und charmant. Ich wette, unter diesem struppigen Schnauzbart verbirgt sich ein hübsches Gesicht. Ich mag dich und weil ich dich mag, zeige ich dir dies. I need this. Ist dieser Stein nicht wunderschön? Ich habe ihn vor kurzem gefunden. Ein paar komische Gestalten auf Wolken haben ihn verloren. Ich konnte diesem magischen Schimmer nicht widerstehen. Daher habe ich ihn an mich genommen. Ich kann nicht aufhören, ihn anzuschauen. Wie? Was hast du gesagt? Ich soll dir diesen Stein geben? Oh nein, du sagst, dass Lily diesen Stein unbedingt braucht? Wie überaus traurig. Tja, da kann man nichts machen. Der Stein gehört jetzt leider mir. Du meinst, Lily wird verwelken, wenn sie diesen Stein nicht haben kann? Hm, wie traurig, wirklich. Wie unfassbar tragisch. Aber es ist kaum fassbar, dass Lily sich manchmal aufführt, als sei sie hübscher als ich. Oh Lord, bin ich hier in ein Drama gelandet? Sie ist zwar dämlich, aber nicht böse. Und wenn sie nicht mehr da ist, gibt es auch keinen Kontrast mehr zu meiner überirdischen Schönheit. Mal sehen, ich sag dir was. Wenn du mir etwas bringst, was schöner ist als dieser Stein, dann lass ich vielleicht mit mir handeln. Also wart mir bis dahin. Oh, ich weiß, wo, ich weiß, wo, ich weiß, wo. Erinnert ihr euch noch in der letzten Folge da mit der gelben Pflanze und diesem Kristallbaum? Ich glaube, da müssen wir hin. Rote Pflanze, nicht gelb. Das war noch. Okay, dann muss ich einmal hier durch. Ich hoffe, ich finde auf jeden Fall den Ausgang. Kann ich hier irgendwie abkürzen? Wir merken uns jetzt, wo ich überall lang kann. Nee. Hätte ich doch eh wieder schnell vergessen. Habe ich noch genug für ein Erdbeben? Habe ich.
Glück. Glück hin oder her, ich brauche mal BP, Leute. Bing. Wisst ihr was? Ich gehe mich mal kurz heilen. Und wenn ich wieder BP habe, wir sind ja eh in der Nähe von Tortaus, von daher. Wir ignorieren einfach, dass Colorado da ist. Und ruhen uns mal kurz aus. Bin gespannt, wie lange das Game noch dauert und ich hoffe immer noch, dass ich bis zum 23. Mal hier durch bin. Wenn es wirklich knapp werden sollte, werde ich vielleicht höchstwahrscheinlich das letzte Kapitel streamen. Ich möchte unbedingt fertig werden, bevor das Remake kommt. Die rote Pflanze war unten. Yay. Da war es doch die gelbe Pflanze. Oder der gelben Pflanze, oder? Nein, die gelbe Pflanze war das mit... Oh Leute, ich habe schon alles vergessen. Ja? Na? Okay, die Wolke wird überleben, aber dafür werden wir uns die PP. Das packe ich mit dem Herzelein. Nie wieder zu wenig Leben. Das hier war es wirklich, ich weiß es nicht. Wisst ihr was? Ja. Ihr bringt mir eh kaum noch Erfahrungspunkte. Ach komm. Das ist jetzt einfach. Sternenstube. Da sind schon mal zwei Gegner definitiv weg. Und dann ein Sprung. Auch kleine Erfahrungspunkte bringen Erfahrungspunkte. Und die Kämpfe dauern jetzt nun wirklich nicht lange. Hier gab es ja die blauen Beeren. Ja, hier bin ich definitiv richtig. Okay. Was, Rosi bat dich hier etwas Schönes zu bringen? Rosi liebt schöne Dinge mehr als alles andere. Da nimmt sie sich selbst nicht aus. Ist dir das aufgefallen? Du brauchst also Hilfe. Gut, ich werde dir helfen. Meine Wurzeln sind mit dem des Baumes verbunden. Wenn ich mich kräftig schüttle, fallen vielleicht ein oder zwei Kristallbeeren auf die Erde. Ja. Ups, das war jetzt nicht gerade Ladylike.
Rosi müsste mit dieser Beere eigentlich mehr als zufrieden sein. Ist das eine Beere? Das war nicht ladylike. Ich möchte gar nicht wissen, was... War das Wurz? Oder war sie... Eisen? Hast da was rausgekommen ist? Man weiß es nicht. Da. Und dann wieder zurück hier hin. Und Superbeben. Mir eigentlich auch kaum noch Erfahrungspunkte. Boing. Dich habe ich jetzt tatsächlich nicht gesehen. Okay, hier setze ich definitiv nochmal ein Superbeben ein. Ein Viertel wieder voll. Na, so mit Level Up ist die Folge definitiv nicht. Okay, habe ich mir alles gemerkt. Hier hoch. Dann hier lang. Dann hier hoch. Tatsache, ich habe mir alles gemerkt. Mehr oder minder. Hast du etwas gefunden? Hier, bitteschön, eine Kristallbeere, die viel hübscher ist als der Wasserstein. Oh, wie hübsch. Ich liebe es. Das ist viel hübscher als dieser hässliche alte Stein. Rasch, lauf zu Lily und gib ihr diesen Stein. Und stell klar, dass sie nur aufgrund meiner Großherzigkeit gerettet wurde. Eigentlich wegen meiner Arbeit, aber... Oh, welch Lieblichkeit. Ich bin schon so schön, dass es mir beinahe selber ängstigt. Wer ist diese schönste Blume auf der Blütenfeldern? Das bin natürlich ich. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wo ist der nächste Therapeut im Land? Oh Gott. Blume braucht Hilfe. Und zwar dringend. Nein, nein, nein. Weißt du was? Wie viel macht denn der normale Hamanschaden? Okay, das reicht. Warte, du umgehst doch die Verteidigung, ne? Immerhin 4 Schaden. Okay, warte, du darfst jetzt als erstes angreifen. Und Mario kann den Hammer den Rest geben. Da verschwende ich auch keine BP-Punkte mehr. Oh komm, komm her. Ah, gegnerischer Erstangriff. Wäre schon beim
Effekt, dass der dann auch dementsprechend auch paralysiert wird. Das wäre eine super Attacke, aber okay, ich kann mir vorstellen, dass es dann halt dementsprechend so gewollt ist. Aber nicht wirklich richtig OP ist. So, wir müssen jetzt schnell zu Lee. Falsch. Ich laufe immer in die falsche Richtung. Wenn ich meinen Partner aufleveln muss, dann möchte, dann muss ich ja alle Suse-Duse nochmal bekämpfen. Oh Gottchen. Oh Gottchen, Schalottchen. Ich lasse euch jetzt einfach erstmal in Ruhe, bis ich einen Partner kriege. Hallöchen, Lilly, ich habe deinen Wasserstein hier gefunden. Das ist ja der Wasserstein. Na, rasch, leg ihn in das Loch hier. Und wir stehen mittendrin. Kann ja was werden. Jetzt kriegen wir die Blubbeeren. Oh, das ist Wasser. Süßes Wasser. Der Teich ist voller Wasser. Ich kann wieder dahin treiben. Ich danke dir vielmals. Dafür gebe ich dir etwas Zauberwasser. Ja, bitteschön. Das ist das herrlichste Wasser der ganzen Gegend. Es enthält ein wenig Lilienextrakt. Wenn du eine Pflanze mit diesem Wasser gießt, wird sie bis in den Himmel wachsen. Aber leider jetzt nicht mehr. Die Sonne scheint ja nicht mehr. Oh, ja, gute Idee. Du solltest versuchen, die Sonne dazu zu überreden, wieder in den Himmel zu steigen. Mit der Sonne reden? Dann verbrenne ich ja. Einem findigen Kerlchen wie dir wird schon etwas richtig, das richtige Argument einfallen. Ich wette, du schaffst es. Immerhin hast du auch mich gerettet. Okay, ich mag dich definitiv mehr. Komm, ich setze jetzt einmal Rubinenbeere ein. Sushi, ich brauche jetzt deine Hilfe. Nein, nein, das wollte ich nicht. Und höchstwahrscheinlich ist da, wo die Pflanze ist mit den Blubbeeren, höchstwahrscheinlich auch die Sonne. Aber mehr habe ich jetzt nicht, ne? Ich habe 5 KP wieder her. Warte mal kurz. Ich denke mal, mehr eins brauchen wir nicht. Und da kommen wir nicht mehr zurück. Nee, ich denke mal schon, dass sie das bedacht haben. Ja, komm schon. Und dann wollte ich nochmal zurück zum Brunnen. Oh, du bist Gold. Nein, 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 nein. Ach, dammit.
Kann ich mal das andere nehmen? Wollte die goldene. So, jetzt aber. Ich paralysiere die erstmal. Alter, warum ist das so? Okay, schon mal kann man die nicht paralysieren. Das hat sich ja überhaupt nicht aufgefüllt. Wie? Nein, hau nicht ab, hau nicht ab, hau nicht ab. Hä? Ah, du mich auf. Da bestimmt jetzt die super tolle Erfahrungspunkte. Auf du. Aber ich durfte nicht. Hab nicht so viel Schaden gemacht. Ich durfte auch nicht paralysieren. Ach ja. So ist es halt. Ach komm, Paracarry. Lass auch mal deinen Auftritt. So, dann wollte ich nochmal zurück zum Brunnen. Vielleicht kann ich ja eine Beere da reinschmeißen. Wie die Azubeere wegen Wasser und so. Ach komm. Na, so viele Gegner. Aua. Mir aber immer noch Erfahrungspunkte. Oh Gott. Hoffe, ich krieg das noch hin. Weil Paracarry hat halt eben nicht so starke Attacke drauf. Ach, komm her. Ich wollte dich hämmern. I wanted to hammer you. Ein Glück. Okay. Erst kommt er langsam mit zum Sprengen. Zumindest habe ich jetzt deren Technik herausgefunden, wann ich blocken muss. Und ein bisschen Leben kann ja nie schaden. Okay, dann mache ich den schon mal weg. Ein Glück. Ein Glück. Damit habe ich auch kein Problem. Meine PP sind auch schon wieder fast voll. Das ist super. Schnupper, schnupper, schnupper. Ja, Azubeere. Wer wirft da seinen Müll in meine Quelle? Wie? Das ist ja eine Azubeere. Die mag ich besonders gern. Vielen Dank. Ich gebe dir das dafür. Jede Attacke, die dich BP kostet, wird um 1 günstiger. Kostet aber auch 6. Nee. Danke, aber ich glaube, das brauche ich nicht. So, wo war jetzt die mit den Blutpflanzen? Das war bestimmt unten links? Fragezeichen. Nein. Was sagt denn nein?
Ja, hau ruhig ab, hau ruhig ab. Damit habe ich kein Problem. Para Carry freut sich, dass er endlich mal wieder seinen Auftritt hat. Ui. Oh, komm her. Aber ich wollte noch ausweichen. Macht schon richtig Damage. Ein Glück. Und ich möchte zu dieser Folge noch zur Pflanze kommen. Und gucken, wie es weitergeht. Und draufgesprungen. Weißt du was? Immer super BM, ich habe ja eh wieder genug BP-Punkte gesammelt. Wenn ich mal BP wirklich verdoppeln möchte, kommt das nicht. Aber für 2 Punkte kommt's. Macht überhaupt keinen Sinn, aber okay. Warte, einmal kurz speichern. Sicher ist sicher. Auch wenn die Switch auch so Speicherstände machen kann. Wenn die mal abstürzt. Habe ich auch nichts von. Oder war das oben rechts? Nein, lieber hier. Okay. Dann. Ja, bitteschön. Und das ist ja großartig. Okay, jetzt pass mal auf. Da ist das nicht toll? Nice. Ah, gegnerischer Erstangriff, du mich auch. Daraus ein Comic. Würde mal sagen, ich mache erstmal hier einen Sprung mit der Comic. Dann tut es mir leid, aber ich muss jetzt alle wegmachen, das wird sonst ein bisschen problematisch. Tsunami! Bestimmt habe ich irgendwann wieder die Chance. Den grünen Kamek zu scannen. Hol ich oben noch mal kurz meinen Sternensplitter ab. Oh, das ist ja lustig. Dann schauen wir mal. Hallöchen, ist hier jemand? Schauen wir nicht. Ohne. Der wirft hier mit. Ach du. Dämliches Nüsschen hier. Auch nicht an den Tranas, von daher, oh, das in Orden.
Okay, Bombett. Ui, was haben wir denn hier Schönes? Im Megadots-Orden. Mairo trifft einen Gegner mit unglaublicher Kraft. Ja, das wollte ich nicht. Mach ich noch 3 Punkte? 4. Aber der Gegner, den er trifft, wird sich noch lange dran erinnern. Also ist es nur eine Attacke. Kann ich sonst noch irgendwas absetzen? Nicht wirklich, ne? Jonas hat eben geil. Mal schauen. Oh, nee. So, liebes bisschen Leute. Ein Glück hier, ich bin fast am Ende. Und kann ich nicht lang, okay. Ja, einfach mal weiter. Aber ich würde mal sagen, an dieser Stelle machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin, tschüdelü.